Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Das ist eine Wochenendsendung, die ausgestrahlt wird bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1 in Stuttgart in Baden-Württemberg. Und heute in diesem Podcast gibt es zwei sehr spannende Schauspielerinnen. Anouk Elias, relativ frisch, ein junges Gesicht, und Inka Friedrich. Die beiden tauchen auf in einem gemeinsamen Film, Zurück aufs Eis heißt der. Der ist erstens mal in der ARD Mediathek zu sehen und zweitens als Film auch zu sehen gewesen in der ARD freitags um 20.15 Uhr. Es geht darum, dass die Tochter, nachdem man schön zusammengelebt hat als Mutter mit der Tochter, das Nest verlassen will, also ein Empty Nest-Syndrom hinterlässt und die Mutter jetzt klarkommen muss mit dem Rest des Lebens. Das ist der eine Teil des Gesprächs, was wir gleich führen. Der andere ist natürlich, dass eine erfahrenere Schauspielerin, in diesem Fall die Inka Friedrich, der Jüngeren Anouk Elias natürlich auch ein bisschen auf die Beine hilft. Wie machen die das untereinander? Gibt es da Konkurrenz oder geht das gut? Und wie geht es? Die Antworten in diesem Podcast. Viel Spaß. Der Thomas Koschwitz Podcast. Ich freue mich sehr. Ich habe zwei Frauen jetzt bei Koschwitz zum Wochenende, die am kommenden Freitag um 20.15 Uhr zu sehen sein werden. Und zwar in einem spannenden Film im ersten, Zurück aufs Eis, so heißt der Film. Es geht ja im weitesten Sinne um das leere Nest-Syndrom. Und was das genau bedeutet, das wollen wir klären. Mit Inka Friedrich, herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Und mit Anouk Elias, schönen guten Tag und herzlich willkommen. Hallo, danke. So, Sie beide spielen Mutter und Tochter in einer schwierigen Situation, habe ich den Eindruck. Ich habe das ein bisschen gucken können und was genau geht es eigentlich bei diesen beiden Frauen? Naja, Mutter und Tochter leben zu zweit alleine ohne Vater in einer schnuckligen Wohnung, in einer sehr wohlbehüteten, eingerichteten Beziehung. Und die Tochter ist natürlich Anfang 20 und altersentsprechend auf dem Absprung, das heißt beim Ausziehen, was sie der Mutter aber so noch nicht erzählt hatte. Das kommt mehr oder weniger durch einen intensiven Moment sozusagen zum Vorschein. Und sie zieht dann um nach München in eine WG. Ja. Und die Mutter fällt dann ein bisschen in das leere Loch, was sich da auftut zu Hause. Und das ist das sozusagen das Nest, empty. Das Nest ist leer. Empty Nest Syndrome oder leeres Nest Syndrom. Das ist ja eine Situation, die eigentlich ja fast jede Familie, also auch wenn Vater und Mutter gemeinsam das Kind verlieren, das machen ja alle durch im Grunde. Was ist das Besondere hier in diesem Film? Ich würde sagen, dass diese Figuren Maren und Amelie, die sind sehr abhängig voneinander und aber auch positiv. Also die sind beide in so einer Verbindung, wo sie beste Freundinnen sind, sich alles erzählt haben, so eine ganz enge Mutter-Tochter-Beziehung haben, die eigentlich von niemand von außen gestört wurde, weil der Vater nicht da ist und so weiter. Und deswegen ist das natürlich nochmal was Besonderes, weil die in dem Moment verlieren die jeweils diese feste Person in ihrem Leben. Und für die Tochter ist das ja aber natürlich total notwendig, aber auch gleichzeitig total schwierig, aus diesem Gefüge rauszukommen sozusagen. Anouk Elias, wie war das zu spielen? Sehr cool. Also ich hab tatsächlich sehr viel auch so wiederentdeckt von meiner Familie und meiner Mutter und so die sich verantwortlich fühlen und das Gefühl haben, man muss da was halten und was stützen, weil der Partner nicht da ist und trotzdem aber irgendwie sein eigenes Leben zu verfolgen. Das ist auch so ein großer Konflikt. Und Maren sich total auf Amelie verlässt und andersrum ja auch. Und die einfach, das ist, glaube ich, meiner Rolle gar nicht so bewusst, dass das so eine schlechte Abhängigkeit irgendwo auch sein kann, die sie total zurückhält. Und sich daraus zu befreien, das ist ein enorm großer Konflikt. Ja, ich beobachte das auch sozusagen im Bekanntenkreis durchaus um mich herum. Da sind beispielsweise Mutter und Tochter sehr lange beieinander, fahren gemeinsam in Urlaube. Mhm. Und man hat so den Eindruck, die Tochter schafft den Absprung nicht. Hier in diesem Film ist es aber so, es gibt den Absprung. Ja, das stimmt. Der Absprung wird geschafft. Das ist aber auch nicht mit nichts verbunden. Also da kommt ganz viel schlechtes Gewissen mit und ganz viel Tränen und ganz viel Trauer. Und ist das die richtige Entscheidung? Und oh Gott, wie gehe ich damit um? Und ich bin voll überfordert und ganz alleine in einer großen Stadt. Und die kommen ja aus Bad Tölz und dann zieht sie nach München. Und das ist, das ist dann alles nicht so einfach. Ich habe zwei wunderbare Schauspielerinnen hier bei Koschwitz zum Wochenende.
Wochenende. Maren Brandt, gespielt von Inka Friedrich, und Amelie Brandt von Anouk Elias. Mutter und Tochter hängen sehr zusammen und nun soll es eine Trennung geben und die Mutter hat sozusagen jetzt ein leeres Nest. Daraus folgt eine ganze Menge. Wenn man sich diesen Film weiter anschaut, dann merkt man plötzlich auch als Mutter, das Leben ist nicht nur die Tochter, sondern es gibt auch noch ein paar andere Dinge, die man beachten sollte im Leben. Für Sie beide, wie war denn das überhaupt, sich aufeinander einzuspielen? Zwei Frauen in zwei unterschiedlichen Generationen. War das eine leichte Arbeit für Sie beide? Ich will das erstmal von Frau Friedrich wissen. Ja, das war super leicht. Also mit Amelie, wir haben uns kennengelernt beim Casting. Wir kannten uns vorher nicht. Dann haben wir aber festgestellt, dass ich ihren Opa kannte. Das war sehr lustig über Theater. Und aber erstmal beim Casting, das hat einfach gleich, wie sagt man neudeutsch, gematcht. Es hat gefunkt. Also wir vom Temperament, vom Rhythmus, von der Spielweise, vom sich die Bälle zuwerfen. Also ich fand es ein Geschenk. Und als Regie mich gefragt, na, wie fandst du denn heute so die ganzen Kandidaten? Jede bringt ja eine andere Farbe herein. Das heißt gar nichts für Qualitäten, sondern es ist nur immer ein bisschen anders. Und da sage ich, na, also für mich war es jetzt einfach am tollsten heute für die Rolle und für die Konstellation des Films mit Anouk. Und da haben sie alle nur genickt und gesagt, und die wird. Und ich habe mich so gefreut, Anouk. Ja, also, es war wirklich toll. Ich bin sehr froh, dass du meine Tochter gespielt hast. Oh, danke. Ich habe das gehört. Ja, sehr schön. Das ist eine Liebeserklärung vom Allerfeinsten. Anouk, erzählen Sie mir eines. Warum wollen Sie und wollten Sie Schauspielerin werden? Also das war irgendwie schon sehr lange mein Plan oder mein Wunsch. Und dann war das aber so, dass meine Familie so ein bisschen väterlicherseits mir so ein bisschen abgeraten hat und gesagt hat, Mensch, mach doch was Richtiges und geh doch studieren und so. Und dann, und das ist so unsicher und so. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, die haben schon recht. Und dann war ich aber in den USA in einem Auslandsjahr und habe da am Theater, also in der Schule am Theater, in diesem Highschool-Theater, so ein Musical aufgeführt. Und da habe ich irgendwie gemerkt, dass das einfach, ich muss das einfach probieren. Es ist irgendwie, ich will das einfach so unbedingt. Ich kann gar nicht beschreiben, warum, aber ich muss das ausprobieren und dann habe ich das gemacht. Und ich glaube, was mich so treibt, das weiter zu verfolgen, ist einfach diese Lust. Ich kann einfach alles sein. Ich kann jeden Beruf mal spielen, jede Person mal spielen. Ich kann alles sein und ich kann ein bisschen versuchen, die Menschen zu ergründen in ihrer Vielschichtigkeit vielleicht oder so. Und es macht einfach krass viel Spaß. Es ist einfach so ein riesen Spielplatz und man hört nicht auf, Kind zu sein. Und das macht sehr viel Spaß. Inka Friedrich und Anouk Elias sind bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen darüber, das ist jetzt schon in der Mediathek übrigens, ab dem 16. November und dann am Freitag um 20.15 Uhr im Ersten den Film gibt Zurück aufs Eis. Warum heißt der eigentlich so, Inka Friedrich? Naja, weil die Rolle Maren, die hat früher mit ihrer besten Freundin, die hat den Sport Curling betrieben. Ich habe erstmal googeln müssen, was das nochmal ist. Das ist das, wo man so übers Eis gleitet und diesen Stein in so einen runden Kreis schieben, gleiten lassen muss und die anderen aus dem Team müssen mit dem Besen den Weg da freimachen, dass der länger rutscht. Ja. Das konnte ich von Eisstockschießen erstmal nicht mehr unterscheiden, da musste ich erstmal googeln. Ja. Aber sehr, sehr herausfordernd ist der Sport. Also das ist ein Eissport, den sie eben betrieben hat mit ihrer besten Freundin. Dann kam sozusagen was dazwischen. Das wird im Film nur rückwärts erzählt, warum die Freundschaft damit auseinanderging. Und sie jetzt, dann hat sie den Sport aufgehört und auch sonst so einen Stopp, nachdem die Tochter auszieht, in ihrem Leben eingenommen und zurück aufs Eis meint im erweiterten Sinne. Nachdem die Tochter ausgezogen ist, das mit der Freundin geklärt und alle alten Kamellen hervorgeholt und angeguckt wurden und mal wieder auf neue Stelle gelegt wurden, dass man wieder zurück kann auf den Marktplatz beziehungsweise aufs Eis und sich wieder was trauen kann. Ja. An dem Punkt im Leben ist die Rolle. Schönes Bild. Inka Friedrich, ich habe gerade die Anouk gefragt, warum sie unbedingt Schauspielerin werden wollte. Warum sie?
Ähnliche Gründe. Nein, ich habe auch in der vierten Klasse immer, da hatte ich Theater gespielt, hatte eine ganz, ganz tolle Lehrerin, die alles so ermöglicht hat und jede Idee, die ich so sagte, dürfte ich denn auch dieses machen oder jenes, so ermuntert hat und aufgeregt hat, aufgenommen hat. Ja, mach das doch so, ja wunderbar, mach es so. Das hat in mir so eine Freiheit gegeben und eine Lust zu spielen und jemand anderes zu sein oder andere Facetten von ihm selbst zu sein, die man so im realen Leben nicht ausleben konnte oder durfte oder wollte. Und das ermöglicht eine große, wie Anouk sagte, Spielwiese, die unglaublich Spaß macht und Kräfte mobilisiert, die kaum zu bändigen sind. Und das ist ein großer Motor. Und das hat sich lange so gehalten, ja. Und Der Gedanke sozusagen, dass man auch, wenn man spielt, glaube ich, immer Kind bleiben darf, der ist, glaube ich, ganz wichtig, oder? Wahrscheinlich ist das so. Ich denke ja jetzt gar nicht, dass ich Kind bin, wenn ich das mache, aber wahrscheinlich ist es so. Wir tun ja wirklich nur so in dem Sinne, als wären wir wer anderes. Wir spielen ja. Und das aber auch je nach Rolle mit einer großen Ernsthaftigkeit und mit einer, ist auch nicht immer nur schön so, also weil manche Szenen einfach nicht schön sind. Aber es ist trotzdem ein Spiel. Ja. Und das vielleicht, ja, ist das Kindhafte daran, dass wir das immer spielen. Ja. Naja, klar, ich meine, je älter wir werden, und eine Mutter ist natürlich logischerweise älter als die Tochter, wird man auch ernsthafter natürlich auch im Spiel, weil auch Erfahrungen dazukommen, im Übrigen auch. Und da sind wir ja beim Schauspiel an sich und auch bei dem, was man so erleben kann, auch mit Regisseurinnen und Regisseuren, auch sehr schnell im Bereich der Verletzungen. Also wo man sozusagen auch leider dann Erfahrungen sammelt, die dann auch wieder ins Spiel einfließen, aber die einem zunächst mal wehtun, richtig? Ja. Absolut. Das ist ja, glaube ich, überall so. Man fängt sich ja so seine Verletzungen im Leben, egal in welchem Beruf. Das ist ja so. Und wir können es aber vielleicht umsetzen. Das können vielleicht andere anders in anderen Berufen. Wir können es vielleicht in unsere Rollen packen oder in unsere die Fantasie dann irgendwie anzapfen mit irgendwelchen eingefangenen Watschen. Die kann man natürlich dann wieder loswerden in bestimmten Rollen oder Situationen. Inka Friedrich und Anouk Elias sind beides Gäste bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über ihren gemeinsamen Film, in der die eine die Mutter und die andere die Tochter spielt, Zurück aufs Eis, ab dem 16. November in der ARD-Mediathek zu besichtigen. Eine Frage müsst ihr mir beantworten, die zu tun hat, weil wir reden von dem leeren Nest-Syndrom. Da geht es natürlich in diesem Fall erstmal um die Familie, aber ich habe immer den Eindruck, ich durfte bei der einen oder anderen Filmproduktion auch mal mitwirken in einer Mini-Nebenrolle. Trotzdem habe ich das auch gefühlt, dass da ein Team zusammenwächst über ein paar Wochen und dann heißt es so, Drehschluss, dann gibt es vielleicht noch ein Fest und dann geht man auseinander. Ist dann auch bei euch so eine Leere da? Ja. Ja, also das ist ja so vom Marathon auf Null runterfahren sozusagen im Vergleich von Struktur und viele Leute treffen und der Tag ist gemacht und man weiß, was man zu tun hat und dann ist plötzlich das vorbei und die Kontakte sind vorbei, wobei jetzt Anouk ja in Berlin wohnt, wie ich seit vorhin weiß. Aber das ist schon ein Herunterfahren, wobei ich ja jetzt etwas älter bin und ich falle immer in mein Nest zurück. Ich habe es ja noch vor mir, das mit dem MT. Ich habe ja noch Söhne zu Hause, also ich falle immer erstmal in die Familie zurück. Okay. Das ist auch schön. Da ist ja eine andere Struktur dann da. Aber es bedeutet ja auch, wenn du zwei Söhne hast und das noch vor dir ist, dass dieser Film sozusagen gerade eine Art Lehrvorführung war. Ja, könnte sein. Ja, ich glaube generell, dass Empty Nest und bei manchen fällt es schlimmer aus mit Depressionen und so weiter. Das finde ich wirklich ernsthaft schlimm. Das kann ja wirklich sein. Aber es ist ja normal. Also Übergänge und wie jeder Mensch einen Übergang verkraftet, gestaltet, da kann man ja dem freudig entgegengehen, außer endlich, Gott sei Dank, oder halt diese laute Stille so erleben. Und da ist ja jeder Mensch anders gestrickt, genetisch. Ja, und absolut. Auch temperamentmäßig und jeder nimmt es anders wahr. Also ich weiß es noch nicht, wie es bei mir sein wird. Ich bin eine Mischung aus, ach, schön
und hoffentlich verlieren wir uns nicht. Das darf überhaupt gar nie passieren. Also das wäre das Allerschlimmste, wenn da so Kontakt völlig auseinander geht. Das darf einfach nicht passieren. Aber so ein bisschen alltäglicher Abstand in diesem schnöden Alltag, dem kann ich durchaus was abgewinnen. Mal so gesagt. Okay. Anouk, wie siehst du das? Also auch mit der Lehre nach einer Drehproduktion, aber auch mit der Familie? Also ich fall da schon immer in ein Loch, muss ich sagen, weil das ist so eine intensive Zeit und dann ist man fertig und dann fragt man sich immer erstmal kurz, was mache ich denn jetzt in meinem Leben? Was soll ich denn jetzt, wo soll ich denn jetzt hin und so? Aber das legt sich auch wieder. Also das, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehabt und dann ist es irgendwann auch so, okay, das ist jetzt traurig, aber so. Und das Schöne ist ja, dass man die Menschen, die man da trifft, man sieht sich ja immer zweimal und die Filmbranche ist dann wirklich auch irgendwo nicht so groß, dass man dann doch Leute wieder trifft. Und das finde ich so schön, dass man dann wieder mit Menschen arbeitet, mit denen man eben schon mal was gemacht hat und dass man auch jetzt so wie mit Inka einfach auch persönlich in Kontakt bleibt und man ist ja nicht aus der Welt, so ja. Das ist auch ganz schön, ja. Sehr gut. Also, ich kann so viel verraten. Ansonsten halte ich mich bedeckt mit allem. Der Film hat einen süßen Schluss. So viel kann ich dazu mitteilen. Zurück aufs Eis heißt er. Und ich habe mit den beiden Hauptdarstellerinnen sprechen können. Inka Friedrich und Anouk Elias. Ich wünsche euch viel Erfolg damit. Und danke dir. Danke für das Gespräch. Ja, ganz herzlichen Dank. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.